hat er auch. Lampen, die ruckeln, hat er auch. Blinker hat er auch. So, wir können aber eigentlich rein theoretisch einfach mit dem jetzt. Lol. Geht das nicht? Doch. Wollte schon sagen, ey. Ich wollte schon sagen. Können wir jetzt einfach mal ein paar Hölzer aufsammeln, die wir mit unserem guten Ponze Skorpion Dingenskirsch da abgeerntet haben. Aber vorher. Bringen wir dann noch die. Der Zeugs hier, ne? Moment mal. So. Oh Mann. So, jetzt. So, wupp. Mit wahnsinniger Geschwindigkeit machen wir das jetzt. Moment. Das war dieser 1 Meter, ne? Diese, ne, das waren 2 Meter. Das war der erste, den ich mit dem Ponze gemacht habe. Glaube ich. Der erste Baum hier. So. Drehen, drehen, drehen. Und nach unten. So. So, da hinten haben wir auch noch. Da komme ich aber jetzt nicht dran, oder? Komm ich da dran? Ja, oder? Gerade so. Boah, Leute. Nein! Moment. Jetzt komme ich dran. So. Jetzt habe ich dich. Nein! Kackholz! Hoffentlich geht das automatisch mit dem Ponze Selbstfahrer. Sonst kriege ich hier einen Rappel. So. Hier. Zack. Jetzt entleere ich erstmal den guten Mähdrescher. So. Wie weit ist er denn mit dem mit dem Dingens hier? Ja, das geht eigentlich. Dann machen wir schon mal die Sämaschine an. So. Fuck. Nein. Oh Mann, irgendwie klappt es gerade nicht so gut. So, jetzt. Bam. Jetzt mache ich das. So. Das sind jetzt 5 Meter, gell? Ich glaube, das sind die 5 Meter vom Ponze-Dingens da. Okay.
Wenn so ist, dann ist es ganz schön wenig. So, Moment. Ja. Ich glaube, das sind jetzt die 2 Meter, die 5 Meter Dinger, oder? Oh, schnell! Und es gibt da noch um. Oh. Krass. Voll die Action am Start hier, ne? So, einmal hier drehen. Und. Boah, geil. Ne, Moment. So. Lol. So kann ich. Okay. Ich verstehe zwar nicht, für was das da ist. Ah, bestimmt, um ein bisschen näher an die Dinger ranzukommen, oder? Ich wüsste nicht, für was sonst das da ist. Weil ich denke, fürs Fahren ist es eher behindernd und nicht irgendwie zum für einen Vorteil. So. Wie sieht es denn eigentlich mit dem Mähdrescher aus? Der hat 40, okay. Dann würde ich sagen, fangen wir mal hier oben an. So. Ja, was machen wir jetzt? Da hinten dort. Was machen? Oh lol, da muss ich da aber erstmal hinfahren, nicht Bob. So, Moment. Oh Mann. Komm schon jetzt. Fuck. So, jetzt. Was ist denn das jetzt, Komm schon, jetzt. So. Das war ein Akt, Leute. So. Und, ein bisschen zurück und ein bisschen nach oben und ein bisschen so. So. Zack. Was können wir noch nehmen? Dieses kleine Stückchen da noch.
So. Moment. Drehen, drehen, drehen. Moment, lol. So, komm schon. So, zu. Jawohl. Auch wenn die kleinen Ästchen nicht so viel Geld bringen, sie bringen immerhin Geld. Oh lol. Da habe ich mich schon fast wieder verklickt. Das kennt ihr ja von mir überhaupt nicht. Ich mache das echt sehr selten, also da braucht man sich überhaupt keine Gedanken machen. Das ist auch nicht irgendwie peinlich oder so, wie oft mir das passiert, ne? Das ist ganz normal. Ich bin ja schon alt, ich vergesse halt immer einfach, wie die Steuerung funktioniert. Das ist aber ganz normal. So. So, wie viel haben wir denn jetzt geladen? Nicht so ganz so viel. Da hinten haben wir auch noch. So, jetzt so langsam müsste ich mal... Oh, der Mähdrescher ist voll und mein Anhänger hier ist auch fast voll. Scheiße. Ich habe jetzt überhaupt nicht aufgepasst. Ich war die ganze Zeit nur mit Baumdingens beschäftigt. Mit Baumstämmen aufsammeln, war ich die ganze Zeit nur beschäftigt. So, zurückbringen gerade einfach mal schnell. So, wupp. So. Und der Raps soll zur Transportfirma 2428. Wie viel gibt der Güterbahnhof? 1711. Boah. Ich würde so gern beim Güterbahnhof verkaufen, aber jetzt, wo ich weiß, dass die Missionen so verdammt scheiß viel Kohle geben, mache ich die Mission. Egal wie scheiß die Preise sind. So. Jetzt können wir hier weitermachen. So, wo wollten wir denn hinfahren? Da hinten hin. Ich denke, da können wir noch was machen. Hier vielleicht dieses Stämmchen würde ich noch ganz gerne mitnehmen. So. Nee, nicht zumachen, sondern hier. Ah, das ist... Das, was sind das für ein Stamm, ey? Lohnt sich ja mal gar nicht. Was ist denn das jetzt auf einmal? Wieso komme ich denn da... Oh lol. Sehe ich ja jetzt erst. Na hoppala. Das ist mir ja gar nicht aufgefallen. So, jetzt mache ich das trotzdem. So, bitteschön. So. Kleinen Moment. Lol.
jetzt doch gerade mal hier alles ein bisschen festbacken. So, und ich würde sagen, jetzt fahren wir auch schon los. In Richtung... In Richtung... Sägerei. Wenn so verliere ich meine Ladung. Das muss ich gerade mal wegmachen. So. Ich drücke das hier einfach mal nochmal ein bisschen runter. Nee, so nicht. Hier vorne. Runterdrücken. So. Da haben wir doch schon wieder so 50.000 Euro hinten auf dem Anhänger. Oh, hoffentlich verliere ich das nicht. Oh oh. Ich glaube, meine Befürchtung. Nein! Du dumme Hure! Warum hältst du das nicht richtig fest? Oh Mann. So, jetzt scheiße.